Was sagst du zu Drachenlords Ende? Ich habe doch gar keine Ahnung davon. Mann, Junge, ich bin null im Internet unterwegs. Was denn für Drachenlords Ende? Drachenlords... Ich habe nur letztens wieder irgendwelche Leute gesehen, die eine Melone in seinen Garten geworfen haben. So. Im Endeffekt, an sich, hört sich das ja lustig an, wenn man das hört. So rein vom Hören her, aber ich finde es halt... ist schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es halt mega respektlos, wenn man sich im Internet dann auch noch damit brüstet. Ey, guck mal hier, ich war vor sein Grundstück und habe da irgendwelche Nahrungsmittel reingeworfen. So. Hat er angegeben, dass er jetzt... Ende. 300.000 Aufrufe? Das Ende? Biergarten-Ehrenmann. Dankeschön für den 24. Monat. Junge, 300... Was hab ich denn schon wieder verpasst? Ah, das dürfen wir uns ja gar nicht angucken, wa? Weil der ja nächster Stream... Nein, ich will jetzt öfter online kommen, Mann. Ich erzähle euch das doch immer. Kritische Masse, dankeschön. Vielen Dank für deinen Sub. Oh, ihr seid alle schon so lange dabei. Das ist so schlecht für mich. Er hat ein Video gemacht, dass er nichts mehr hochlädt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der auch schon so lange am Start ist. Weiß nicht, aber vielleicht ist er irgendwann, also wirklich, was dieser Mensch, ich kann ihn nicht leiden. Ich bin ganz ehrlich, ich kann ihn nicht leiden. Ich habe auch versucht, ihn irgendwie mit aufzufangen oder den menschlich nachvollziehen zu können, so dass ich nicht so einen Hass auf den schiebe. Aber wenn du jetzt auch noch Privatkontakt mit ihm bekommst, dann kriegst du noch mehr Hass auf ihn, weil du einfach merkst, was für ein Mensch er ist. Er kann vielleicht auch nichts dafür, aber ich bin auch kein Psychotherapeut oder irgendwie so ein... ich bin kein Therapeut, der irgendwie... in ihn irgendwas sieht. Ich bin ein normaler Mensch, der sich einfach nur denkt, Alter, ich habe gar keinen Bock mehr auf den, wisst ihr? Und ja, dass er so lange durchgezogen hat, diese ganze Scheiße, mit diesem ganzen Hate und vor seiner Tür stehen und diesen ganzen Müll und dann noch so dick sein, sich schlecht bewegen können und nirgendwo, ja, das ist schon krank. Und irgendwann ist man vielleicht auch am Ende, aber das Video hat 300.000 Aufrufe und ich habe davon nichts mitbekommen. Mir tut das irgendwie leid. Also nicht das, was im Internet passiert, so das, was in Real Life passiert, wisst ihr, weil man braucht immer irgendwie so einen Ausgleich. So, wenn man im Internet übelst gefickt wird, ja, dann hat man wenigstens in Real Life seine Ruhe, wisst ihr, dann hat man da seine ein, zwei Kumpels, aber er wird ja nicht mal in Real Life in Ruhe gelassen. Aber ich will ihn auch nicht, ich will ihn eigentlich auch nicht in Schutz nehmen, weil er ist echt ein anstrengender Mensch, der auch viel Scheiße gebaut hat und viele Lügen erzählt hat. Ach, ist mir auch egal. Der VioArzt hat mir ja mal vor 3 Jahren oder so, hat er mir mein Header gemacht, also mein YouTube-Banner, das so richtig geil aussieht. Wenn ihr das nicht kennt, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal und guckt euch mein Banner an. Das sieht überkrass aus und das hat er mir mal gemacht für nichts. So, wir haben vorher auch gar keinen Kontakt oder irgendwas gehabt, er hat es einfach gemacht für mich, so weißt du? Und er wusste nicht, ob es mir gefällt, er hat sich auch nicht nach meinen Wünschen orientiert, sondern er hat es gemacht und es mir geschickt und hat da übelst Zeit investiert und ich fand es halt geil und hab's reingenommen, dann haben wir noch kurz geschrieben und dann hatten wir halt keinen Kontakt mehr, weil wir halt irgendwie keinen, ja, halt keine Bindung zueinander hatten, so. Und Alter, ich bin in Dresden unterwegs, hab jemanden nach Hause gebracht und hab mich dann auf den Edeka-Parkplatz hingestellt, so. Und auf einmal sagt er mir, ey, ich bin bei dir in der Nähe und auf einmal steht er neben mir, so. Ich hab das übelst gefeiert, so, weißt du, so random, Alter. Es gibt 100 Milliarden, es gibt 10.000 Einkaufsläden und auf einmal ist der in meiner Nähe, so, weißt du, weil man auch nichts voneinander irgendwie, weil man dann nicht aufeinander abgesprochen war und auf einmal war der einfach da und dann haben wir uns nett miteinander unterhalten und ich habe gesagt, gib mal Gas, Bruder, lass mal hier, genau, hier, wenn du mir noch zuhörst, Alter, schreib mir mal, damit wir hier endlich mal ein bisschen Action-Design-mäßig machen, damit ich hier mal auf den Vordermann komme. Ich meine, guck dir die Scheiße hier an, das ist dieses Overlay von Tippy Stream, was 11.000 andere Leute benutzt haben. Oh, 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 oh. Au! Ich bin gerade ganz doll an... Meine Lehne ist gerade ganz doll an den Stuhl geknallt und ich hatte meine Finger dazwischen. Oh.